Wir kennen das Prinzip aus dem Sandkasten. Wenn ein Kind etwas hat, dann will das andere Kind das unbedingt auch haben, obwohl dieser Gegenstand vorher vielleicht total uninteressant war. Aber dadurch, dass das andere Kind diesen Gegenstand jetzt hat, will das andere dann eben auch unbedingt und es kommt zum Streit, es kommt zu unschönen Szenen und unschöne Szenen haben wir ja schon zwischen den USA und China so einige gesehen und jetzt kommt es eben auch zu einer Art Wettkampf um die größte Blase. Die Amerikaner haben es ja geschafft, trotz völlig kollabierender Wirtschaft und Millionen von Arbeitslosen praktisch die Aktienmärkte nach oben zu treiben, der Nasdaq mit einem Allzeithoch. Und jetzt denkt sich China, das wollen wir auch haben, das müssen wir auch haben, das ist doch hier eine Art Wettkampf zwischen den beiden Supermächten. Also wollen wir auch ein bisschen zeigen, was wir auf dem Kasten haben. Und das Resultat ist, dass staatliche chinesische Medien zum Einstieg in die Aktienmärkte blasen und sagen, ja, also ein gesunder Bullenmarkt ist wichtig für die Wirtschaft. Und so hören dann die chinesischen Nachrichtenkonsumenten die Botschaft sehr wohl und treiben den Aktienmärkte nach oben. Hier zum Beispiel die China Security Journal, das maßgebliche Finanzblatt in China, kann man sagen. Hier wird gesagt, ja, das sei doch eigentlich eine rationale Entwicklung. Wir haben doch viele Reformen gemacht, Öffnungen gemacht. Also es werden so ein paar Pseudo-Argumente herangezogen, warum man diese Blase nach oben bringen will. Aber man sagt eben auch direkt, naja, das ist schon ein Kampf der Mächte. Da wollen wir ein bisschen mitmischen. Und so sehen wir, dass in China der CSI 300 oder auch der Shanghai Composite die stärkste Rallye seit Februar 2019 haben. Über 4% geht es nach oben und das treibt die US-Futures nach oben und hilft natürlich dann auch dem DAX und anderen europäischen Indizes zur Eröffnung. Das ist hier sozusagen ein chinesisches Ding, was hier abgelaufen ist. Chinesisch ist nach Aussage und Ansicht von Donald Trump auch das Virus, nämlich das Coronavirus. Und er hat gesagt, ja, jetzt in einem Tweet heute Nacht, ja, wir haben natürlich neue Fälle wegen diesen massiven Tests, aber wenn die Tests nach oben gehen und das Problem wäre erledigt, dann wären eben die Tests auch nicht positiv, simple as it is. Aber Trump sagt, die Fake News Media sollten doch mal berichten, dass das mit der Todeszahl doch sehr niedrig ist und dass natürlich sehr, sehr viele Jobs geschaffen wurden. Interessant aber hier vor allem auch die Bezeichnung The Chinese Virus. Nun hat eine Studie in Oxford herausgefunden, dass schon in Spanien im Frühling 2019, also weit bevor Auftreten des Coronavirus als Pandemie hier praktisch Coronaviren in spanischen Abwässern gefunden wurden, ebenso in Italien im Dezember 2019. Und die These dieser Wissenschaftler ist, dass dieses Coronavirus vorher schon da war, nicht in China, sondern praktisch überall und dass es bestimmter Umstände bedarf, klimatischer wie auch menschlicher Umstände bedarf, dass dann plötzlich sozusagen ein solcher Ausbruch kommt. Das würde die Rede vom chinesischen Virus natürlich konterkarieren von Donald Trump. Und dieser Aspekt, wenn es wirklich ein chinesisches Virus wäre, was die Amerikaner und vor allem ja Trump annimmt oder annehmen will, dann schließen sich da ja Reparationsforderungen an. Das wäre also ein riesenpolitisches Ding. Wenn sich nun zeigt, dass das kein chinesisches Problem ist, sondern eben insgesamt ein Phänomen, das mit einem Land nichts zu tun hat, was an sich ja schon wahrscheinlich ist, dann wäre das eine völlig andere Diskussion. Also interessanter Aspekt und hier auch zum Beispiel eine zentrale These, dass hier über vor allem nicht sauberes Händewaschen die Geschichte übertragen wird, weniger durch Atmung, auch durch Atmung vielleicht, aber es ist eben vor allem die unsauberen Hände, die dazu führen, dass dieses Virus sich übertragen kann. Das würde eine neue Diskussion auch mit den Atemschutzmasken nach sich ziehen. However, die USA wollen agieren jetzt gegen China, heißt es, wegen Hongkong und ein paar andere Geschichten mit den Uiguren. Da ist man sich nicht grün. Bisher ja sehr windelweich die Haltung der USA in Richtung China in Sachen Hongkong etc. Wir haben jetzt die Situation in den USA, dass wir etwa 60% der US-Bevölkerung jetzt betroffen ist von einer Situation, dass eben Öffnungsmaßnahmen der Wirtschaft wieder zurückgenommen werden. Also das ist schon ein riesen Thema. In den USA übrigens sehr beliebt sind sogenannte Covid-19-Partys.
Also Partys, wo man bewusst einen Covid-Infizierten einlädt, um dann selber Covid zu bekommen. Man legt dann Geld in eine Schale, jeder bringt Geld mit und derjenige, der dann als erster Covid-positiv ist, der bekommt dieses Geld. Sinn dahinter scheint zu sein, dass man dann endlich eine Immunität ausbilden kann, aber auch das ist ja eigentlich umstritten. Also skurriles Phänomen, die Amerikaner sind zu allem in der Lage. Wir sind auch zu allem in der Lage bei US-Banken, Citibank, die vorher bearish war für die Aktienmärkte, sagt jetzt, wir merken, dass die Aktienmärkte gar nicht mehr so auf diese Coronavirus-Geschichte reagieren. Relativ wenig Reaktion und man ist da jetzt von seiner bärischen Haltung ein bisschen abgerückt, ohne jetzt direkt bullish zu sein. Man hat auf neutral geschaltet. Bullish dagegen ist Morgan Stanley. Die sagen, ja, passt auf, wenn die Firmen viele Leute entlassen, dann ist es doch bullish, weil dann die Profitabilität der Unternehmen besser wird. Also es geht nur noch um die Märkte, nicht mehr um Menschen. Sehr sympathisch. Und wenn wir dann hier sehen würden, dass zum Beispiel der S&P 500 mit Tech, Healthcare, Amazon und Google 23% gestiegen ist seit Jahresbeginn, aber ohne eben Healthcare, also Gesundheitswesen und Tech und Amazon und Google wären wir 10,4% im Minus, dann sagt das, woraus diese Rallye speist, eben aus Healthcare, aus Gesundheitswesen, Aktien sozusagen und aus Tech. Und wir sehen, dass vielleicht der konträre Trade derzeit wäre, Banken zu kaufen, die ja sehr, sehr schlecht gelaufen sind in den USA, während eben Tech etc., was wir hier in dieser gelben Grafik sehen, Healthcare, sehr, sehr gut gelaufen sind. Also das scheint so ein bisschen ausgereizt. Zumindest mittel- und langfristig wird das schwierig. Wir haben jetzt dann insgesamt, weil dieser Wettkampf besteht zwischen den USA und China, nach der größten Blase den Bubble Indicator von Warren Buffett auf einem Stand von knapp 100 wieder. Also wir nähern uns hervorragender Zeiten. Wir haben heute den ISM-Index Dienstleistungen 16 Uhr als heutiges Highlight. Die US-Berichtssaison beginnt ja erst in der nächsten Woche mit den US-Banken. Da wird es spannend, aber ISM-Index heute 16 Uhr das Highlight. Und ein Highlight finde ich auch, dass jetzt Mexiko die Grenzen zu Arizona geschlossen hat. Das sollte ja eigentlich mal andersrum laufen, lautet Donald Trump. Also jetzt schließen die Mexikaner die Grenze und nicht die Amerikaner zu Mexiko. Mexiko mit der Begründung wegen Coronavirus. Das ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, kann man sagen, der hier abläuft. Kommen wir zu den Charts, meine Damen und Herren. Da sehen wir hier den S&P 500 in den Charts von Capital.com. Wir sehen hier diesen Move nach oben heute Nacht aus dem Nichts, weil die Chinesen eben Lust hatten auf Aktien. Hier sehen wir den China A50. Bums, es ging nach oben hier, der 5-Minuten-Chart. Ich mache das Ganze mal auf vielleicht eine halbe Stunde, dann sieht man es hier besser. Da ist eine kleine Erektion erkennbar in diesem Chart. Das hilft auch dem lieben DAX, der aktuell bei 12.759 handelt. Wir sehen Gold bei 1774, der Euro ist bei 1,1289, profitiert von dieser Risikobereitschaft, das ist immer irgendwie so derzeit, geht es mit den Aktienmärkten nach oben, geht es mit dem Euro nach oben und umgekehrt und Crude Oil kann sich auch gut halten bei $40,59. Also, es lebe die Blase, was du hast, das will ich auch. Wenn du eine Blase hast, dann habe ich schon lange eine. Das ist die Logik. Wie nachhaltig ist das? Das wird sich zeigen. Wir haben ja nach wie vor das Thema Corona in den USA. Jetzt am Wochenende, in diesem langen Wochenende, ist natürlich wenig getestet worden. Die Zahlen nicht sehr aufschlussreich. Da werden wir erst mehr wissen, dann wahrscheinlich ab morgen. Sei es drum, die Aktienmärkte erstmal mit guter Laune, weil eine Blase die andere nach sich zieht. Es lebe die Blase. Einen wunderbaren Start in diese Woche, meine Damen und Herren. Servus und ciao.